Da wären wir wieder. Tja, lief das nicht fast schon zu gut? Ich denke irgendwie schon. Wir haben ein bisschen Verstärkung bekommen, haben das Bollwerk hier eingenommen. Die können auch ein bisschen was anscheinend. Naja, es geht. Könnte besser sein, aber es sind Green Units. Was erwartest du? Ich würde sagen, wir machen weiter. Mal schauen, wie lange diese Mission an sich noch geht. Schauen wir, dass wir den Zielpunkt erreichen allmählich. Soweit haben wir jetzt alles erstmal abgesichert, ne? Und wir gehen einfach mal volle Kanne nach vorne. Das ist doch der ultimative Plan. So sieht's aus, Leute. Einfach nach vorne. Ich weiß gar nicht, ob dir das Bollwerk da drüben einnehmen kann oder ob das dann Bernie machen soll oder so. Oh, was ist das? Eine Falle? Anscheinend, oder? Das war aber sehr komisch, wie das gerade kam. Okay. If they are blocking the road, I will not have the ability to be seeing my grandfather. They must be moving quickly. Yikes, alle Gegner werden besiegt. Ach so, jetzt ändert sich das Ziel. Nee, hä? Oder ist das jetzt eine Verstärkung? Oh Mann, ey, das ging jetzt komisch. Das war jetzt komisch. Ist das von Petras Movement abhängig? Das kann ich mir vorstellen. Oder der eine Punkt ist halt einfach eine Falle. Okay, jetzt verstehe ich, was die Leute mit der Karte haben. Boah, kann einen das Böse überraschen. Ja, was hast du da drin? Moment mal, was hast du da? Immunität. Okay, keine negativen Statuseffekte. Cool. 86 Ausweichen. Alles klar. 69 Angriff, ja. Ist klar, ne? Ja. Nicht so cool. Alles andere als cool. Könnte man es schon vorstellen, dass es davon abhängig ist, ne? Von Petras Movement. Lass mal zurückgehen. Das ist jetzt sowieso Quatsch, weil das können wir so unmöglich... Also ich meine, die ist mittendrin umgeben von... Bonehides mitunter, oder? Nee. Bonehides sind es keine, aber auf jeden Fall würde sie instant sterben. Was mal wieder ganz gut den schönen Bullshit hier verdeutlicht. Jetzt heißt es aber aufpassen hier, ne? Gehen zurück in die Spielerphase und sammeln uns erstmal in der Mitte, würde ich sagen. Genau, da sind die Verstärkungen eingetroffen. Passt. Ich habe keine Lust auf irgendwelche komischen Späßchen hier. Mach mal einen schnellen Schritt drauf und wir gehen mal nach vorne, ja. Bin ja gespannt, was dieses Bataillon übrigens noch drauf hat. Wir müssen sowas von erstmal in die Mitte. Sammelt euch, Leute, sammelt euch. Hat sonst eh keinen Zweck. Bist du nicht angeschwächt? Nee, bist du nicht. Da hilft alles nichts. Wir sammeln uns. Naja, Heilfokus, klar. Hau drauf. Understood. I'll cut a bloody path. Let's make this quick. Hier wird sich jetzt erstmal verzogen. Niemand sonst großartig angeschwächt, alles klar. Okay. I will prevail. Lass das mal sehen, ich bin mal neugierig. Ist es wirklich an Petras Movement angebunden? Warte mal, wir begeben uns mal dorthin, oder? Nee, okay, aber dann ist wahrscheinlich ein bestimmter Punkt auf der Karte. Alles klar, dann weiß ich ungefähr, wie das programmiert wurde. Und kann reagieren. Das ist schon mal sehr gut. Aha. Sehr schön, danke. Begibt euch erstmal zu mir überhaupt. Nur, was ist der springende Punkt, um das auszulösen, frage ich mich gerade. Das mag mir nicht so ganz gefallen dabei. Wir können uns natürlich weiterhin sammeln und erstmal an Kräften wieder, also wieder zu Kräften kommen, ne? Mit Huber zusammen könnte ich dich immer wieder zurückziehen oder sowas in der Art, ne? Das geht natürlich auch. Der wurde jetzt zwar schon bewegt, aber wir gucken mal. Ich jetzt hier bin? Nee, immer noch nicht. Okay. Ich werde das jetzt einfach systematisch austesten. Das hier scheint ja noch eine sichere Linie zu geben. Immerhin.
Okay, und so weit darf ich auch noch runtergehen. Irgendwo haben wir es dann überschritten und das hat den Ärger gegeben. Das ist auch noch nicht überschritten, alles klar. Das ist also das Einzige, mit dem ich eigentlich arbeiten kann gerade, ne? Ich weiß, da gibt es irgendwo eine Linie und die versuche ich jetzt mal zu ergründen, wo die durchgeht. Das wäre wohl das Wahrscheinlichste. Genau, jeder verdient sich noch ein bisschen Heal. Kann er nicht schaden. Und dann schauen wir mal. Ganz easy. Aber abwarten, Leute. Der ist doch eh gleich geheilt, Mann, du Idiot. Ach, ist halt doch eine Green Unit. Aha! Oder automatische Überzüge. Oder ist einfach random, Kappa. Ja. Wahrscheinlich gibt es zwei Bedingungen. Einmal zu nah dem Fortkommen und einmal Zugzahl. Aber wir wissen jetzt Bescheid, das ist gut. Genau, alle Gegner werden besiegt. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir gucken, dass wir nicht komplett im Zangenangriff stecken. Ich denke, dunkle Spieße erfüllen ihren Zweck, oder? Was? Als ob du das tanken würdest. Lizzie hat, glaube ich, gar keine Offensiv-Supports. Das ist immer nervig, sowas. Bei ihm habe ich jetzt leider keinen Sammeln aktuell drin überhaupt, ne? Schade. Könnt ihr ihm tatsächlich mal KP plus 5 sogar rausnehmen. Fallsturm könnte vielleicht funktionieren. Moment. Na, auch nicht so wirklich. Aber die Crit Rate ist ganz gut. Die ist vielversprechend. Vielleicht geht da doch ein bisschen was. Ich meine, wir haben Tänzer Support, so ist das nicht. Aber trotzdem ist es gerade nervig. Du kommst halt auch nicht so nah ran, dass das gerade gut wäre. Aber theoretisch sieht die Sache schon mal ein bisschen besser aus. Dass wir mehrere Pegasus-Einheiten da drüben haben, das stört mich ganz gewaltig. Wobei wir natürlich mit Pfeilstürmen gut abgesichert sind, das ist nicht das Problem. Ich wünschte nur, die dunklen Spieße würden ihn halt direkt erledigen. Aber vielleicht geht's damit? Nee, auch nicht. Verdammt. Das ist so eine knappe Angelegenheit, das ist halt besonders ärgerlich. Dann kann ich im Prinzip nur halt zweimal draufhauen, ne? Das geht natürlich dann auch. Ja, da kommt ja gerade sonst niemand hin. Und die magischen Einheiten sind eigentlich immer ein bisschen gefährlicher. Wir haben nicht so viele resistenzstarke Leute vor Ort. Ach, das ist ja sogar da. Da sind mehrere Bosse. Aber schön, dass ihr alle einen Boss-Tag habt. Wie ich finde. Wir müssen uns hier formieren. Auch mit den Schützen zumindest. Du stehst hier, alles klar. So. Eindeutige Sache. Okay, es Level up, passt. Ah, du doppelst jetzt sowieso, perfekt. Dann können wir ein bisschen mit den Zaubern sparsam umgehen und das draufhauen, was, wovon wir einfach viel haben. Mit 100% kein Thema. Sehr, sehr schön. Und gibt ordentlich Erfahrung. Genau, hier darf ich die Jerrica, glaube ich, mal kurz reinstellen. Der ist auch schön schnell unterwegs. Aktuell. Da kommt jetzt sonst keiner dran. Passt. Wunderbar, Leute. Wunderbar. Oder zwei Felder sogar. Zwei Leute erreichen mich. Ich glaube, bei zwei komme ich ganz gut mit. Wobei, der hier hat ein Bataillon dabei. Das ist ein Brandbataillon. Da dürfen wir uns noch hinstellen. Wir nehmen die Sariel-Sense dafür. Ja, das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Genau, und hier müssen wir uns dann mit den anderen formieren, mal kurz. Kaspar ist auch noch mega nützlich an der Stelle hier. Ich glaube, undurchdringlich brauchen wir nicht mal vor Ort gerade. Das geht schon auch so. Na, kommt nur her, Leute, kommt nur her. Vielleicht können wir auch ein bisschen den Lockvogel spielen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Na, guck mal, das ist ein Sniper, fällt mir auf, ob das wohl Schamir wäre im Normalfall. Wenn man sie nicht rekrutiert hätte. Vielleicht, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Okay, auf jeden Fall haben wir ganz gute Möglichkeiten. So ist das nicht. Und für ein Segenbataillon wäre tatsächlich, glaube ich, ganz sinnvoll, dass wir da mal irgendwas draufklatschen. Wegen unserer Flugeinheiten vor allem. Ja, auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten aktuell. Das ist eigentlich aktuell das Schönste an der ganzen Sache hier.
Genauso machen wir das, würde ich sagen. Muss er dann noch einen Segen draufhauen. Sichert uns noch weiter ab. Für später, du weißt ja nie, was passieren wird. Und die Karte hier, die sieht ein bisschen mies aus. Da kann auch einiges passieren. Im schlimmsten Fall. Wollen wir doch mal sehen, was ihr so auf die Beine stellt. Solange nicht noch mehr Verstärkung kommt, bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Ja, die rasten aus. Da kannst du nichts machen. Ist ja glücklicherweise keine Bedingung verbunden damit. Immerhin seid ihr da ganz gut beschäftigt. Vor allem braucht ihr erstmal Zeit. Das ist sehr gut für uns. Nanu, was macht ihr denn? Wollt ihr mir den Weg da drüben abschneiden oder was? Ah ja. Die Pfeilstürme werden gleich reinhageln. Selber schuld. Ja, das ist RIP für euch. Tut mir leid. Machen richtige Mac-Rips aus euch, ey. Aber total. Nice, dass das so gut klappt. Hervorragend. Can you handle this? Nope. Sorry. Okay, wir brauchen eine Begleichung wohl eher, so wie es aussieht. Dammit. Ich meine, undurchdringlich, wenn dann. Ist machbar. Ja, wir müssen irgendwie zwei Leute dazwischen stellen, die das dann haben. Geht aber alles, geht. Kein Problem, kriegen wir hin. Der ist ein bisschen brisant noch. Aber keine große Sache. Wie gesagt, alles machbar. Alles in einem machbaren Rahmen. Ja, wie gefällt dir das hier? Sieht für mich schmerzhaft aus, oder? Das ist es auch. Uff. Wie schützen wir dich am besten, ha? Huh? Das wird gar nicht so einfach. Ist tatsächlich gar nicht so cool, dass jetzt Kasper halt da drüben steht. Aus genau diesem Grund gerade. Aber vielleicht ist da doch noch mal was machbar. Jedenfalls, Pfeilstürme sind mal wieder enorm hilfreich, wie immer. Sehr, sehr gut. Ja, ich habe schon einen Plan, was wir hier machen. Den brauchen wir weniger. Aber wir brauchen deine Hilfe, Kasper. Und eure Aufgabe ist eigentlich nur, euch genau hier reinzustellen. Ach, das reicht bereits. Na, das macht's ja noch umso besser. Aber hol dir eine Kontermöglichkeit, wobei... Nevermind, eigentlich brauchen wir die nicht mal. So würde er ein Stückchen weiter aufrücken, das würde mir eigentlich ganz gut zusagen. In den Übungsbogen aus dem Grund. So... Ja, wenn das bereits reicht, ist das ja umso besser. Könnt ihr halt noch weiter abschotten. Macht mal dicht, ja. Und hier sollten wir, denke ich, auch ganz gut klarkommen. Dunkle Spieße. Ihr seid jetzt halt keine heiligen Ritter mehr. Ihr habt's nicht so mit Resistenz, was? Tut mir leid. Nice. Und die Edelgard im Hintergrund macht mit. One step closer to victory. Okay, und du kommst immer noch weit genug, ne? Da geht ein bisschen was, ja. Kann man erstmal auf die leichte Schulter nehmen. Wunderbar. Next! So geht das, Leute. Ist doch keine schlimme Mission hier. Du hast ja nichts abbekommen vorhin, also alles beim Alten, was? Sehr, sehr schön. Dann räumen wir wirklich fleißig auf, würde ich sagen. What else, ne? Nur die Schützen, die könnten ein bisschen nervig werden später, glaube ich. Wir bleiben einfach mal so zusammen, dass wir recht flexibel sind insgesamt. Na, viel Spaß. Dein Pfeilsturm kommt auch gleich geflogen. Schön, dass ihr so beschäftigt seid. Ja. Ja, ihr seid hier erstmal gut beschäftigt, man merkt's. Und Catherine kann natürlich übel werden, das ist klar.
Aber vielleicht können wir sie ja sogar erledigen, wer weiß. Was machen die dann? Wenn die KI wirklich intelligent genug ist, den Weg zu blockieren, ist das echt cool. Wenn sie das wirklich aktiv jetzt machen. Sieht mir echt so aus, als würden sie das tun. Und die nutzen ganz gut ihr Zusatzmovement aus, merkt man schon. Aber ihr seid auch gleich fällig. Da geht gar nicht so viel. Längst, wenn ich mir das so angucke, das sieht wirklich so aus, als würden die das ausnutzen. Wird wohl an der Zeit sein, einen schnellen Schritt zu spammen. Lass mal kurz sehen, wie sieht's denn aus, die Lage hier, ne? Alle Gegner werden besiegt. Ach, oder ein gegnerischer Kommandant erreicht das Ziel. Oh. Wait a second. Moment mal, aber ihr seid keine Kommandanten. Ihr habt alle keinen Kommandantenstatus. Gegnerische Kommandanten, das wäre jetzt nur noch Catherine. Ja, that's about it. Catherine. Okay, aber trotzdem nervig dann. Es kommen hier keine magischen Einheiten an mich ran. Aber ich bin auf Ausweichen angewiesen. Bisschen zu heikel vielleicht. Kommt Doro noch mit runter? Nee, aber wir haben noch einen Meteor, den können wir auch noch einsetzen, wenn wir wollen. Darf mich eine Person angreifen? 53 Angriff, lass mal umrechnen. 39, was? Nee, dammit. Jetzt habe ich hier sogar noch eine Engelsrobe gegeben letztens, na, aber das ist... schade. Nur das One-Hitten will ich eigentlich vermeiden bei dir. Das ist eigentlich so alles, was du... was ich wirklich nicht sehen möchte. Und hier kommt schon verdammt viel zusammen. Kann man aber machen. Ja, kann man machen. Ich müsste dich doch theoretisch schützen können von der Seite. Weil hier kommst du doch nicht rein, oder? Lass mal sehen, Moment. Doch, du kommst bis dahin. Das ist ein bisschen zu viel, ne? Das Einfeld zu weit. Wow. Muss echt sagen, es ist gerade verdammt spannend, was das betrifft. Jetzt kümmern wir uns doch erstmal um diese Problemchen hier, ja? Das ist ja sowieso klar. Pegasus-Einheiten können wir nicht brauchen. Und dann müssen wir echt gucken, wie wir unten weitermachen. Nice. Ist wieder ein bisschen entspannt. Erstmal die stressige Musik hier weg. Machen wir so, glaube ich. Sehr schön. Ja. Dann bist du erstmal weg. Wobei ich jetzt erstmal den Range von euch nochmal brauche. Alles klar, ja. Doch, das kriegen wir doch hin. Also bitte. Komm, müssen wir wirklich zu sowas greifen? Nee. Das hier tut's, glaube ich, auch. Wow. Bin begeistert. Moment mal, hier erreicht mich dann wer? Du hier. Was ich aber zulassen kann, ich habe sowieso Segen. Muss noch ein bisschen rauslocken. Eigentlich darf jetzt nur noch Catherine nicht ankommen. Dann haben wir alles erledigt, was wir erledigen wollen. So ist es, Leute. Meteor haben wir ja auch noch, wie schon vorhin erwähnt. Ist das hier ein nettes Ziel eigentlich schon, oder? Können wir mal draufhauen. Warum nicht? Sehen wir mal Meteor, ne? Haben wir, glaube ich, auch noch nie benutzt, oder? Haben wir das schon mal benutzt? Ich glaube nicht, oder? Ah, sogar mit Feuer drumrum. Nice. Moment mal. Dich können wir doch down kriegen, ja eben. Meine Augen täuschen mich nicht. Dunkle Spieße. No time to slow down. Wow. Wir sollten die halt echt mal anlocken, ne? Aber das ist ein bisschen gefährlich, das Ganze. Im Idealfall hauen wir nochmal undurchdringlich jetzt drauf, ja. Das machen wir jetzt tatsächlich, dass wir aktiv da so weit reingehen. Wir baiten jetzt mal ganz bewusst mit undurchdringlich rein, ja. Eine ganz bewusste Entscheidung von mir. Brauche ich dich noch an da drüben? Müssen vorsichtig sein.
Dann wollen wir doch mal sehen, was ihr jetzt macht, oder? Ja, ja, dachte ich es mir doch. Und wie gesagt, wir müssen nur auf Catherine aufpassen, das ist alles. Dann haben wir es auch 0, nichts. Okay, natürlich wirkt Poison Strike jetzt trotzdem hindurch, aber das Wichtigste war trotzdem, diese Typen anzulocken überhaupt. Meine Güte, was für eine Sammelaktion. Eine Sammelaktion, ja. Aber sowas von. Ja, wir können hier ausrasten erstmal. Vor allem können wir auch direkt wieder zurückfliegen. Machen wir fertig. Oh, schade. Da fühlt er sich wohl besonders cool, hä? Typ Advantage drin. Macht aber 32 Damage. Scheint, das müssen wir mal wieder risky sein, leider. Das ist bedauerlicherweise doch manchmal der Fall hier, ne? Okay, du würdest es eh nicht schaffen hier. Mach du das mal. Nicht die besten Trefferchancen, was? Könnte echt alles angenehmer sein. Besser wird's nicht mehr als die Silberaxt hier, weil die halt sofort killt. Aber der 50-50 saß. Und damit haben wir das auch erstmal. Soweit unter Kontrolle. Catherine erreicht uns hier nicht. Faszinierend. Ernsthaft? Doch, natürlich tut sie das. Als ob die kein Interesse hat, uns direkt zu vermöbeln. Also bitte. Wie schnell ist sie eigentlich? Das ist so ultra schnell, oder? 50, ja. Ja, den Typ müssen wir auf jeden Fall loswerden. Die Sache ist nur, dass wir da mit zweiten Schritt halt arbeiten müssen, zum Beispiel. Ja, seit ich gedoppelt werde. Mit Thunderbrand werde ich ja gequaddet. Ist ja noch schlimmer. Kommt mir gerade. Also. Da ist nicht so viel zu machen. Aber wir kommen noch weit genug hier in den Wald rein. Vielleicht schafft es ja eher. Nee, schafft er auch nicht ganz. Außer wir critten, das kann man noch drauf anlegen. Wir müssen sowieso näher ran. Und Todesgeheul kann notfalls Catherine auch festsitzen lassen. Dann kommt sie nämlich nicht ans Ziel. Das haben wir schon noch ganz gute Möglichkeiten da. Nur ich brauche irgendwas, das auf Distanz geht. Und das habe ich gerade nicht. Und das ärgert mich gerade, ehrlich gesagt, an der Stelle. Man muss jetzt doch Lizzie wieder ordentlich ranhalten. Sich ranhalten hier. Geht nicht anders, ja. Ein Luna draufschmeißen. Tanzen, weitermachen. Aber wir haben es gleich, Leute. Es verkompliziert jetzt zwar ein paar Sachen gerade, aber auch nicht wirklich schlimm. Genau. Das könnte alles wilder sein als das. Ja. Das machen wir jetzt halt nochmal so. Ach, an Hubert kommt der andere ran. Das ist auch schlecht. Aber Kaspar ist ja noch in der Nähe. Also kein Problem. Genau. Da habe ich auch schon eine Idee, wie wir das machen. Lass mal sehen. Und zwar gehen wir noch zusätzlich daran. Catherine selbst kommt ja nicht so weit in den Wald. Die kommt nur bis zur ersten Fläche hier. Heißt, wir können immer noch hier unsere Strategie mal so draufhalten. Und schon haben wir einen Hubert, der das Ganze auch durchsteht. Und dich gehen wir immer noch ein bisschen näher ran. Ja. Schaffen wir schon. Mal gucken, ob Shamir noch einen Dialog hat. Das, da bin ich auch noch neugierig. Ich weiß nicht, ob er den auslösen kann. Ah, okay. Sie begeben sich alle erstmal weg. Aber Catherine ist jetzt ungeschützt da. Tja, der Moment ist gekommen, um zuzuschlagen, Leute. Mein Gott, diese Ausweichquote, ne? Wir haben nicht die geringste Möglichkeit, irgendwas daran zu ändern, leider. Ja, ich kann dich noch in den Wald, in die Nähe des Waldes bringen, aber... Ist auch sehr gewagt gerade alles. Okay, lass mal sehen. Ich muss wirklich bis dahin, ne? Aber es geht auch. Los geht's. Bridget will not be
the Empire. The Knights of Saros won't let it happen. Na, schade, ausgewichen erstmal. Hat aber noch nicht unbedingt gleich was zu bedeuten. Tatsächlich wäre ein Schwarm ziemlich praktisch, dann bist du zumindest ein bisschen langsamer. Dammit! Ja, diese Ausweichquote, ne? Die ist schon gravierend. Ja, sie hat keinen Distant-Counter, lol. Das ist ziemlich lustig. Aber da kommt ein bisschen viel, naja, wir haben Segen drin. Wie sieht's aus? Strategiemäßig. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Ist ja brutalst. Das machen wir mal kurz. Okay, nicht das beste Level up, aber es soll reichen. Ja, ich glaube, damit lässt sich doch was anstellen. Ich würde mich nur interessieren, ob sie hier irgendwas zu sagen hat. Ich mache das jetzt nur für den Dialog, ne? Wie viele Anwendungen haben wir noch? 5, okay, ja, komm. Falls es einen Dialog halt gibt, ne? Dachte ich mir so. Gibt es echt nicht, obwohl du aus Bridget kommst. Ist ja lustig. Oh wow, du bist ja echt am Ende jetzt. Oh mein Gott. Das sieht sehr ungesund aus. Schade, dass da nichts zu machen ist, dass du nicht näher rankommst, aber gut, was soll's. Catherine, echt gar nichts großartig zu sagen. Bei Shamir, das hätte mich halt echt noch interessiert, aber wir können gerade halt echt nicht wirklich viel machen hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das trotzdem noch nicht ganz hinhauen wird, so. Wenn ich mir das alles angucke. Ist ja doch ein bisschen zu viel gerade lose. Hängt alles zu sehr an einem seidenen Faden gerade. Nicht so ungut. Miasma, ja. 73. Ja, damit ist es ja noch nicht zu Ende an sich, aber es gibt keinen Kommandanten mehr, der das Ziel erreichen kann. Trotzdem glaube ich, dass gleich jemanden erwischt, weil ich war hier schon sehr reckless jetzt gegen sie. Viel zu reckless, um ehrlich zu sein. Ihr macht euch aber ganz schön Bataillons anfällig da drüben, das ist mir noch aufgefallen. Ja, aber das ist hier ein bisschen zu krass. Achso, nee, warte mal. So viel dazu. Wenn er sowas macht, seid ihr natürlich ziemlich dumm. Und das hier geht auch klar. Nevermind. Boah, jetzt kommen sie rüber. Ja, jetzt gab es keinen Kommandanten mehr. Ach, dammit. So viel dazu. Dachte ich mir allerdings. Aber wir können ein bisschen umstellen. Ich habe ja extra vorhin Petra reingestellt, nur weil ich dachte, es gibt einen Dialog. Habe ich ja schon gesagt. Dementsprechend können wir auch ein bisschen umplanen. Kein Problem. Das mit Überfall war ich ganz gut. Da haben wir auch nicht so viel zu befürchten an sich, denke ich, diesbezüglich. Ich glaube, wir können halt direkt zu Lissi dann rüber, ne? Und brauchen da nicht unbedingt sehr viel mehr zu riskieren. Einer darf eigentlich an ihn ran, das ist nicht mal so schlimm. Die Frage ist, kommt da noch jemand durch das Gebüsch durch? Nee, ne? Okay. Genau, solange einer an dich rankommt, ist das in Ordnung für mich. Jetzt hast du halt nur noch 66%, da müssen wir natürlich auch aufpassen. Und nicht ins Gebüsch rein, ist vielleicht auch ganz gut empfehlenswert, ne? Ah, jetzt traue ich natürlich den 66% nicht so wirklich ganz. Aber wir legen es mal drauf an. Ist ja sehr viel schon daneben gegangen, sehr schön. Ausgezeichnet. So viel dazu. Dann sind wir diesbezüglich doch auch einigermaßen sicher. Kommt nun gleich nochmal eine ordentliche Breitseite auf dich drauf, da musst du gewappnet sein. Aber das gleiche können wir natürlich auch mit dem Feind machen. Also kein Grund zur Panik.
Understood. Genau, wir bleiben hier. Uah. Trotzdem übel. Aber sie haben keine Distanzkämpfer. Darüber hinaus. Schade, zwei 50-50s kriegt er auch noch. Lackt euch nur durch, ne? Gegen ihn könnt ihr euch nicht ewig durchlacken. Ah ja, und auch gar nicht so viel Bewegung mehr. Ja, komm. Das dürfte doch relativ spielend leicht machbar sein. Der holt sich jetzt noch voll ins Schwarze demnächst und dann geht's ab. Das würde nicht schon genug abgehen. Aber broken shit is funny sometimes, ne? So. Da ist mir die Trefferquote zu schwammig. Scheint, das bräuchte man wieder ein bisschen Pfeilsturm im Einsatz, oder? Mittlerweile die absolute Geheimwaffe einfach geworden, so. Ist einfach so. Ja, so viel dazu, ne? Braucht man dazu noch was zu sagen? Auf Extrem ist das einfach so mega nützlich. Kannst du weitermachen hier direkt. Hat Petra noch einen schönen Kill. Du musst das Ziel jetzt auch gar nicht mehr erreichen an sich, ne? Da sind wir auch komplett flexibel inzwischen. Heißt, wir können auch noch ein bisschen irgendwie Erfahrungspunkte verteilen, wenn wir wollen oder so ein Kram. Geht doch alles. Und weil es dich mal interessiert, wie ist denn die Frostlanze mit Indras Pfeil? 52, das ist schon echt genial. Schon sehr, sehr gut. Da kümmert sich gleich irgendjemand anderes drum, wie zum Beispiel Sylvain, der noch ein bisschen nachziehen muss. Warte mal, hast du jetzt schon Level 30 da oben? Du musst auch noch nachziehen. Oh. Hat wohl Lanzenbrecher drin, schade. Kann ich nicht viel machen in dem Fall. Du kannst aber auch nicht so viel machen. Ist mir ein bisschen zu risky, ehrlich gesagt. Muss Bernie ran? Geht. Nö, geht nicht. Bernie disagrees. Naja, es geht ja, aber es ist halt ein bisschen schwammig mal wieder. Gut, wir haben genug Anwendungen und so ist das nicht. Man kann schon draufhalten. Vorteil hat er jetzt keinen drin. Natürlich. So. Okay. Weil beim E-Segen, also er hätte mich eh nicht töten können. Und du brauchst es gar nicht erst zu probieren, ne? Ja. Ist ein bisschen lächerlich. Immerhin geht's bei dir einigermaßen. Danke. So. Selbst da kommen wir nicht direkt durch. Aber wir können mit Schwarm vorschwächen und irgendjemand anderes plättert. Kann sogar Doro angreifen? Nee. Du kommst nicht bis dahin, weil da ist ein Felsen im Weg. Wir haben echt viele erst auf Level 29. Vielleicht mal Bernie weiterbringen. Ja, komm. Bernie darf mal wieder zur Tat schreiten. Ich muss ja wirklich sagen, dass die Map dann doch sehr einfach war eigentlich insgesamt. Ich sehe, wo die Überraschung liegt, aber ja, schwer ist die jetzt auch nicht unbedingt, ne? Also wirklich, da gibt's Schlimmeres. Definitiv. Da haben wir auch schon deutlich Schlimmeres erlebt, finde ich. Jetzt klatschen wir nochmal sowas hier rein. Und dann kann kommen, was will, ne? Mal gespannt, wie gut Annas Bataillon eigentlich ist. Nehmen wir auch gerne nochmal schön in Aktion hier. Und das hier ist nochmal ein Fall für unsere vereinten Kräfte hier. Hau drauf. Lass krachen. Ich habe Edelgard im Schlepptau, die kann schön mitleveln. Lohnt sich immer. Und sammelt Supportpunkte. Wow. Ausgezeichnet. Oh, guck mal, sie hat... Ah, sehr schön. Hervorragend, ja. Das heißt, sie ist die Nächste, die endlich mal ein besseres Bataillon mitnehmen kann. Hat sich bezahlt gemacht.
Wir können das auch ein bisschen mehr auszahlen, aber ist egal. Schon wieder meckern auf sehr hohem Niveau hier gerade. Wie sieht's bei dir aus, Kriegerschwert? Wir lassen jemand anderen vorschwächen. Dann sollst du mal ruhig finishen hier. Vorschwächen ist gut gesagt. So, jetzt aber. Direkt neben dem Zielpunkt. Ich würde mal sagen, das war's mit dir, Freundchen. Nimm trotzdem die Absicherung. It was meant to be. ...29 immer noch. In dem Fall lasse ich nochmal Bernie finishen, vielleicht bringt es ja noch was. Ich glaube, es wird ein bisschen sehr knapp, aber wir können es dann einfach mal probieren, ne? So. Und noch einmal, weil es so schön ist, einfach irgendwas machen, bitte. Erfahrung will nicht gewastet sein. 100%. Bam. Der letzte. Sehr schön. Now I can be meeting my grandfather. We must be moving with haste. Finally over? Whew. All right, let's get out of here. This isn't exactly the ideal environment for a recluse, you know. I will be speaking with my grandfather. Once he is convinced, I will be returning. Professor, everyone, please be waiting here. Enemies may still be nearby. Got it. We'll wait right here. And if anyone comes, the professor will handle it. Right, Professor? Sehr schön. Das lief ja wirklich wie am Schnürchen. Seht die Schwierigkeit am Map schon ein bisschen, aber wirklich, das geht voll klar. Wali schützen, Jäger aus Bridget, Söldner aus Bridget, okay. Cool. Sehr, sehr schön. Na, das lief ja wunderbar, wie gesagt. Top. The vegetation around here is pretty different from the kinds we usually see. It may be no good for a recluse, but the forest does have its own charms, doesn't it? Stimmt, sie mag ja Pflanzen. Didn't you know? I love greenery. Especially carnivorous plants. They're my favorite. Fleischfressende. Tja. Yes. They just sit there nice and still and wait for their dinner to come to them. How great is that? And they all look so unique too. Was ist daran so seltsam? Naja, wenn Bernie das mag. What? Don't you think so? Von mir aus. Oh, look, Petra's back. Sorry to be making you wait. I have spoken with him. It's been a long time since you've seen your grandfather, huh? How'd it go? As is usual, my grandfather was well and strong. He was saying that he will be supporting us and giving us troops. That's great! So we did it? We did. You have my thanks. Ever since we were losing the war to the Empire, Bridget has been viewed as a vassal state. But with Fodlan at war, it is a chance for Bridget to be changing our situation. Our cooperation today is part of that chance. Bridget is wanting equality with Fodlan. We will be working hard to make this happen. Huh. Bernie? What is it you are feeling? You're amazing, Petra. You went all by yourself to a foreign country? You worked hard for your homeland and you achieved your goal. I'm always focused on my own problems and I barely ever get anywhere. That is not the truth. You were fighting hard for me. You came here to be helping everyone. You were not thinking only of yourself. I am never doubting that you are working hard. We will be working together to keep moving forward to the future. You really mean it? That's so nice! And you were telling me about your interest in foreign vegetation. That is one reason why I wanted to be bringing you here. Did it make you happy? It did! It was really exciting! I've got so many drawings I need to do before we head back. I might even have enough to make into a book! Yeah, I should do that! Wanna help, Professor? Okay.
Damit wären wir ja auch durch. Ja, ich fand sie, wie gesagt, sehr spaßig an sich eigentlich, die Mission eher. War ganz nett gemacht. Alright. Ich muss mal die neuen Bataillone ansehen. Ah, ich glaube, bei Lüssig sieht man gerade am besten Bataillone, weil sie Infanterie ist. Da stehen wenigstens alle zur Verfügung. Ah, ja, da haben wir doch noch einiges aktuell auf A, was man auch mal einsetzen sollte. Da sind die Wali-Schützen. Mit massiver Trefferquote vor allem. Die müssen tatsächlich für Bernie selbst ganz gut geeignet sein. Muss ich mal gucken. Normale Salve. Hier mal giftige Taktike bei den Jägern. Auf Ausweichen spezialisiert anscheinend. Und Crit Rate. Müsste mal gucken, wie die sich entwickeln an sich. Die tödlichen Ritter sind bisher auch nicht im Einsatz. Aktuell habe ich halt sehr viele Flugbataillone im Einsatz. Wir müssen generell mal gucken, dass die Autorität da mal stimmt diesbezüglich, dass wir mehr Optionen haben. Sieht trotzdem insgesamt recht gut aus. Irgendwas Neues zum Vorschein gekommen. Was? Leonie-Support wirklich? Aber den haben wir schon bei den Hirschen gehabt. Kann ich mir also sparen. Ach nee, Quatsch, der ist ja weg. Der war ja weg. Wäre auch seltsam gewesen, wenn er jetzt aufgetaucht wäre. Wäre ein bisschen sehr aus dem Off. Okay, Jerasa braucht noch ein bisschen. Aber ich glaube, das schaffen wir noch ganz gut. Das hatte ich gar nicht großartig, doch dich hatte ich zugewiesen auf Doro. Das hat auch gepasst, wunderbar. Aber ich schon sehr viele Supports, das heißt, das wird jetzt natürlich auch systematisch immer ein bisschen weniger. Zwar nehme ich immer möglichst alle mit, aber klar, insgesamt dünnt sich das Feld allmählich aus, ist ja logisch. Ja, Leute, das war's für heute. Sehr schön. Schauen wir mal beim nächsten Mal. Machen wir die hier, würde ich sagen. Weiß nicht, was an sich besser wäre. Nach dem Sieg über die Allianz, das wäre noch so zeitlich, glaube ich, ganz gut passend, oder? Vielleicht machen wir das als erstes. Ja, machen wir die Edelgard-Quest beim nächsten Mal. Klingt nach einem Plan. Bis bald.